CDU-CSU-Fraktion. Die Hürde für ihn sehr hoch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Dadelen, Sie haben heute exakt den gleichen Fehler gemacht, den Ihre Fraktionskollegen bei diesen Themen immer wieder machen. Erstens, Sie picken sich ein Teilproblem heraus, ohne den Fokus auf das große Ganze zu legen. Und zweitens, beschreiben Sie Probleme, ohne auch nur im Ansatz Lösungsalternativen anzubieten. Und das ist etwas, was nicht geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist doch vollkommen klar, dass Sie nicht einen Teilaspekt unseres Engagements, über das wir heute zu entscheiden haben, herauspicken können, ohne dass Sie den großen Rahmen sehen. Und was gehört zum großen Rahmen? Zum großen Rahmen gehört, dass wir heute über 3,9 Millionen Euro entscheiden, die im Rahmen des Mandats der Ausbildungsmission EUTM Somalia verausgabt werden. Sehen Sie aber bitte auch, dass wir den gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik zur Anwendung bringen, dass wir eben auch so, dass wir auch zivile Entwicklungshilfe betreiben, dass wir Neuzusagen im Volumen von 20 Millionen Euro haben und dass wir bisherige Zusagen von weiteren 95 Millionen Euro auch tatsächlich zum Tragen bringen. Was bedeutet das im Klartext? Das zivile Entwicklungsengagement alleine Deutschlands im bilateralen Bereich ist 30 Mal so hoch wie das, worüber wir im Rahmen dieses Bundeswehrmandates entscheiden. Und das ist, was ich von Ihnen fordere, dass Sie die Verhältnismäßigkeit wahren und dass Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Denn es ist ja so, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist es richtig, an diesem Punkt auch deutlich zu machen, wo wir stehen in Somalia. 25 Jahre nach dem Kollaps des Staates, 25 Jahre nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs, müssen wir uns sehr wohl Gedanken darüber machen, was in der Zwischenzeit passiert ist, welche Maßnahmen erfolgreich sind und wo wir mehr tun müssen. Und deshalb ist es natürlich klar, wir müssen konstatieren, Al-Shabaab, und das ist das eigentliche Problem. Das sind die extremistischen Islamisten, die Menschen morden und schlachten. Al-Shabaab ist in Somalia immer noch allgegenwärtig. Und zwar nicht nur in den instabilen Randbereichen des Landes, nicht nur im Norden, sondern inzwischen auch zunehmend in der Hauptstadt Mogadischu. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Nehmen Sie zur Kenntnis den Anschlag auf die Passagiermaschine vor kurzer Zeit, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Nehmen Sie beispielsweise die Anschläge auf die Vertreter der Afrikanischen Union, die Mitglieder von Regierung und Parlament, auf Journalisten beispielsweise. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass die Querverbindungen etwa zu Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel eher zunehmen, dass die Zahl der sogenannten Foreign Fighters eher zunimmt. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Al-Shabaab nicht nur Somalia, sondern die gesamte Region destabilisiert. Das gilt eben beispielsweise auch für Kenia und andere Länder der Region. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir uns hier engagieren müssen, weil wir mehr als andere auch ein Interesse an Stabilität und relativer Sicherheit in der Region haben. Und lassen Sie mich an dieser Stelle durchaus auch sagen, wer diese Interessen wirkungsvoll vertreten will, der muss natürlich den Fokus nicht nur auf den Terrorismus lenken, sondern tatsächlich auch auf die Ursachen von Al-Shabaab, auf Perspektivlosigkeit und Frustration in der Bevölkerung. In einer Bevölkerung, wo das Durchschnittseinkommen im Jahr unterhalb von 1.000 Dollar liegt, in einer Bevölkerung, wo von den 11 Millionen Einwohnern 2/3 keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, wo es keine Jobs gibt, aber etwa 43% der Menschen jünger als 14 sind, etwa 60% der Menschen jünger als 25. Das fördert natürlich Frustration und Perspektivlosigkeit. Darauf muss man Antworten geben, das ist vollkommen klar. Aber diese Antworten müssen differenziert ausfallen. Und es ist eben so, dass Sie in diesem Bereich nur Verbesserungen dann erzielen können, wenn es ein Mindestmaß an staatlichen Strukturen und ein Mindestmaß an staatlicher Legitimität gibt. Und zu den Erfolgen ist etwas gesagt worden. Zu den Erfolgen, Frau Dadelen, gehört beispielsweise auch,
dass seit Beginn dieser Mission 5.500 Soldaten ausgebildet werden konnten. Seit diese Ausbildung in Mogadischu ist, seit 2014, sind 1.500 Soldaten ausgebildet worden. Und diese 1.500 Soldaten, die sind ganz besonders gut ausgebildet, sie sind zuverlässig und sie helfen mit, an der Seite der Afrikanischen Union Al-Shabaab zu bekämpfen. Das ist ein Faktum. Und was sind die Folgen? Die Folgen sind, dass es die Piraterie praktisch nicht mehr gibt am Horn von Afrika. Die Folgen sind zum Beispiel auch, dass Al-Shabaab zumindest aus den urbanen Zentren vertrieben ist. Das sind doch Erfolge. Und im Übrigen auch ein Mindestmaß an staatlichen Strukturen, auch ein Mindestmaß an Wiederaufbau nach dem totalen Kollaps. Die Tatsache, dass Exilanten wieder zurückgehen, dass sie investieren, dass sie sich engagieren in ihrem Heimatland, all das sind doch Erfolge, die man nicht von der Hand weisen kann. Und diesen Weg, davon bin ich überzeugt, den müssen wir auch weitergehen. Und da gibt es hoffnungsvolle Anzeichen. Wenn Sie beispielsweise daran denken, dass im Februar ein GIZ-Büro in Somalia aufgebaut wurde, wo es darum geht, im Bereich der Wasser- und Energiewirtschaft zu Fortschritten zu kommen, um eben die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort zu verbessern. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einen Aspekt hinzufügen. Es geht für uns um Sicherheit und Stabilität in der Region, weil es für uns auch darum geht, Fluchtursachen überall dort, wo Menschen auf der Flucht sind, auch tatsächlich zu bekämpfen. Und in Somalia sind 1 Million Menschen vor den schlimmen Verhältnissen geflohen. 1 weitere Million ist als Binnenflüchtling im Land unterwegs. Da müssen wir doch etwas tun. Und wenn der UNHCR sagt, 60 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, dann sind es allein 17 Millionen, die in Afrika sich auf den Weg nach Norden gemacht haben. Und deshalb brauchen wir wirkungsvolle Maßnahmen. Das braucht man mit dem gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik, mit Diplomatie, mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit, aber auch mit einem militärischen Mandat, das mithilft, staatliche Strukturen zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster